Hallo und willkommen zur Hessenschau. Seit heute rollen in Kassel wieder Busse und Bahnen. Es bewegt sich also was. Und Bewegung kommt bei Kindern und Jugendlichen im Lockdown viel zu kurz. Und jetzt bei der Kälte bewegen sich auch viele Autos nicht vom Fleck, weil die Batterie schlapp macht. Aber nicht nur Autobatterien haben diese Woche schlapp gemacht, auch der ÖPNV in Kassel. Wer da auf Busse und Straßenbahnen angewiesen war, brauchte einen Plan B, denn tagelang ging nichts mehr. Schuld war das Schneechaos. Aber wie kann das eigentlich sein, dass die drittgrößte Stadt Hessens so lange braucht, um das alles in den Griff zu kriegen? Sie rollen wieder die Straßenbahnen der Kasseler Verkehrsgesellschaft. Seit Montag war der öffentliche Nahverkehr regelrecht eingefroren. Alles stand still. Seit heute ist auf 3 Tram- und 2 Buslinien wieder Betrieb. Endlich, sagen einige Kassler. Meine Mitbewohner hatten alle Probleme, zur Arbeit zu kommen. Die waren jetzt alle im Homeoffice. Man hat ja auch so lange darauf hingewiesen, dass dieses Wetter so kommt. Und dann sah es, sag ich mal, für den Außenstehenden sah es dann wieder so aus, als wenn man doch überrascht wurde. Also ich fand es persönlich nicht so schlimm. Da, wo ich wohne, auf der Hasenhecke, sind wir quasi von der Rest der Stadt abgegrenzt. Da fährt keine Straßenbahn, kein Bus gerade. Noch immer sind Bautrupps im Einsatz, um Strecken freizuräumen. Gleisrillen müssen in Handarbeit enteist werden. Von den rund 100 Kilometern Schienen sind laut KVG jetzt noch etwa 30% verschneit. Warum hat es nicht schon früher einen Schienenersatzverkehr gegeben, fragt sich Rolf Maischke vom Verkehrsclub Deutschland. Das ist uns völlig unverständlich, denn die Straßen waren ja ab Montag schon wieder etwas geräumt, sodass LKWs fahren konnten und LKWs fahren können. Können auch Busse fahren, auch wenn nicht alle die Haltestellen nicht hätten angefahren werden können. Also eine Betriebsstilllegung für 5 Tage dürfte es mit Ausnahme von Streiks seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben haben in Kassel. Mangelnde Vorbereitung auf die angekündigten Schneemassen, das weist die KVG zurück. Schon am Freitag haben wir zusätzliches Personal mobilisiert. Wir haben Geräte bereit gemacht für den Winterdienst, mit Streusalz ausgestattet und so weiter. Und ab Sonntags waren die dann wirklich auch im Einsatz. Wir wollen ja auch nicht mit dem Betrieb anrollen und dann eine Stunde später, weil irgendwas passiert ist, wieder stoppen müssen. Sicherheit gehe vor. Ab Dienstag sollen weitere Linien in Kassel und im Umland ihren Betrieb aufnehmen. Bis dahin ist man mit Skiern vielleicht schneller unterwegs. Viele von uns kennen das ja, in den Lockdowns sind ein paar Corona-Kilos dazugekommen. Das ist nicht nur bei uns Erwachsenen so, sondern auch bei Kindern. Und das liegt vor allem daran, dass die sich zu wenig bewegen. Sportangebote dürfen ja gerade nicht genutzt werden und vor der Glotze oder dem Tablet hängen ist natürlich bequemer, als sich zu bewegen. Der Mangel an Bewegung ist tatsächlich dramatisch. Bewegungslos taumeln viele Schülerinnen und Schüler durch den Lockdown. Corona hat den Schulsport ausgenockt mit sichtbaren Folgen. Der Corona-Speck ist tatsächlich real. Stillstand auch im Vereinssport. Die Hallen verwaist, der Kampf um die jungen Mitglieder anscheinend aussichtslos. Genau die erreicht man nur bedingt über digitale Angebote. Die Kids leiden unter der Pandemie. Das zeigen gleich mehrere aktuelle Studien. Jedes dritte Kind zwischen 10 und 14 Jahren hat überdurchschnittlich zugenommen. Die Auswirkungen schon jetzt spürbar. Um Knie- und vor allem Rückenschmerzen müssen sich Kinderärzte in diesen Tagen vermehrt kümmern. Ich glaube auch, dass dieser Bewegungsmangel dann schon auf die Dauer gesehen solche Schäden dann auch macht. Weil klar, wenn das Muskelkleid nicht ausreichend geschult oder trainiert wird, was nutzt sich ab? Der Knochen. Das aktuelle Wetter lockt die Kids wieder vor die Tür. Mit Freunden spielen, Bewegung im Freien, das war wegen des Regenwetters lange kaum möglich. Eltern mussten da schon besonders erfinderisch sein, um die Kleinen zu bewegen. Man muss ja daran denken, dass die Kinder im Lockdown ja ganz viel sitzen. Und da reicht es ja eigentlich schon, wenn die auf dem Stuhl manchmal aufstehen, wenn sie einfach einen Hampelmann machen zum Beispiel. Man ist als Eltern deutlich mehr gefragt als vorher. Wenn wir so ein Wetter haben wie heute, dann funktioniert es gut. Da kann man auch rausgehen, egal wie kalt es ist, aber die Kinder bewegen sich. Der ständige Regen sonst ist eine Herausforderung. Wir laufen, einkaufen, nicht mehr mit dem Auto, dass wir rauskommen. Und heute haben wir die Oma noch involviert und haben Schneeballschlacht gemacht. Und sonst müssen die Kinder auch einfach mal mit spazieren gehen, was sie ein bisschen langweilig finden.
Die Motivation zur Bewegung, ein Hauptproblem während des Lockdowns. Das bekommen auch die Sportvereine zu spüren. Die Angebote im Netz wurden massiv ausgebaut. Doch die digitalen Kurse werden vor allem von den 10- bis 14-Jährigen ignoriert. Es mag jetzt verwundern, weil ja gerade junge Menschen sehr gern im Netz ist, aber sich vorzustellen, vorm Computer Sport zu treiben, ist selbst denen nicht möglich. Und deswegen gehören die auch zu einer der hauptbetroffenen Gruppen, wo wir noch nicht wissen, wo geht die Zukunft hin. Die Belastungen sind sehr groß. Die mangelnde Bewegung führt bei vielen Kindern zu seelischen Belastungen. Das ergab eine Studie der Universitätsklinik Hamburg. 70% der Befragten zeigten psychische Auffälligkeiten. Eine Entwicklung, die sich auch in Hessen zeigt. Wir fragen ja auch immer bei den U's nach, bist du eher traurig oder bist du eigentlich lustig und gesellig oder bist du eher ernst? Und da kommt ganz oft schon dass sie selber sagen, ja, ich bin doch eher traurig und weniger gut gelaunt. Die Mischung aus seelischer Belastung und mangelnder Bewegung macht Corona zu einem riesigen Problem für Kinder und das durch alle Schichten. Und aus Münster ist mir der Sportwissenschaftler Matthias Markhoff zugeschaltet. Herr Markhoff, Sie haben gemeinsam mit der Uniklinik Münster eine Studie zur Bewegung bei Kindern und Jugendlichen während des Lockdowns durchgeführt. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn da gekommen? Wir haben festgestellt, dass die Kinder und Jugendlichen sich in der Zeit des ersten Lockdowns deutlich weniger bewegt haben als vorher. Und zwar insofern, dass diejenigen Kinder und Jugendlichen, die vorher schon sehr aktiv waren, viel Sport getrieben haben, auch in der Shutdown-Phase noch ein gewisses Maß an Aktivität aufrechterhalten konnten. Allerdings diejenigen, die vorher so im Mittelfeld lagen oder sich immer schon wenig bewegt haben, die haben in der Shutdown-Phase nochmal einen deutlichen Einbruch erlebt und deutlich weniger gemacht. Was uns Sorgen bereitet, ist eine Gruppe von 25% der Kinder und Jugendlichen, die sich in der Shutdown-Phase nahezu überhaupt nicht mehr bewegt haben. Und das macht uns Sorge, weil eben die körperlichen Folgen, die psychischen Folgen gut belegt sind von einem solch radikalen Bewegungsmangel. Wenn man jetzt mal schaut, wer ist denn da besonders betroffen? Also wer bewegt sich weniger? Sind das eher die Jungs oder eher die Mädchen? Also wir haben festgestellt, dass in der Shutdown-Phase sich die Mädchen etwas mehr bewegt haben als die Jungs. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise ist das andersherum. Und wir haben parallel dazu aber auch festgestellt, dass die Nutzung von Online-Sportangeboten bei den Mädchen deutlich ausgeprägter war als bei den Jungs. Während etwa nur 20% der Jungs Online-Sportangebote genutzt haben, haben etwa 50% der Mädchen das getan. Und offenbar war es so möglich, da eben auch etwas zu kompensieren. So allgemein gibt es ja natürlich während des Lockdowns weder Schulsport noch Vereinssport. Sind das denn die einzigen Gründe, die den Bewegungsmangel erklären, oder haben sich Kinder schon vorher weniger bewegt und der Lockdown hat das alles noch mal verschärft? Schulsport und Vereinssport sind sicherlich ganz entscheidende Faktoren. Nichtsdestotrotz gibt es noch einen dritten wichtigen Faktor, und zwar sind das die aktiv zurückgelegten Wegstrecken, also zu Fuß gehen, Fahrradfahren, Skateboard, Inlineskates. Das heißt Wege zur Schule, Wege ins Kino, Wege zu Freunden. Und da haben wir ebenfalls einen großen Einbruch erlebt im Shutdown. Und das ist nicht ganz unerheblich, diese Strecken. Wenn man sich vorstellt, dass ein Kind beispielsweise einen 10-minütigen Schulweg hat, den es zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegt, dann sind das schon an einem Tag 20 Minuten Bewegungszeit allein für diesen Weg. Und wenn man die WHO-Empfehlung für die tägliche Bewegung von etwa 60 Minuten zugrunde legt, dann hätte man damit allein schon ein Drittel der täglichen Bewegungsempfehlung abgedeckt. Und auch das ist eben natürlich im Shutdown aufgrund der Bedingungen deutlich eingebrochen. Ganz kurz, Herr Markhoff, zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wenn jetzt die Lockerungen beispielsweise kommen, was muss man denn tun, um das alles wieder aufzufangen? Was wir für einen ganz wichtigen Punkt halten, ist, dass man eine Art Wiederbelebungsprogramm für den Sport ins Leben ruft. Eine Initiative, die
die Schulen erfasst, die Vereine, die kommerziellen Sportanbieter, dass man da versucht, möglichst schnell die Kinder wieder zurück in den Sport zu bringen und gerade auch an den Schulen den Sportunterricht nicht zu vernachlässigen, nicht nur auf die anderen Fächer zu setzen, sondern gerade die gesundheitliche Bedeutung des Sports dort auch zu betonen. Sagt Matthias Markhoff, Sportwissenschaftler aus Münster. Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne. Und das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen sind heute Nachmittag bei einem Unfall zwei Fußgänger getötet worden. Ein 38-Jähriger hatte offenbar die Kontrolle über sein Auto verloren und hat die beiden erfasst. Ein 31- und 40-Jähriger sind später im Krankenhaus gestorben. Und jetzt weitere Nachrichten im Überblick. Die aktuellen Corona-Zahlen in Hessen. Innerhalb eines Tages sind im Robert-Koch-Institut 584 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Im selben Zeitraum wurden 36 Menschen gemeldet, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. In den vergangenen 7 Tagen hat das Robert-Koch-Institut 3794 neu Infizierte registriert. Das sind 1401 weniger als in den 7 Tagen davor. Akut infiziert sind in Hessen zurzeit schätzungsweise rund 11.700 Menschen. Gedenkgottesdienst für Corona-Opfer. In Hilders haben Angehörige und Pflegekräfte der 21 Bewohner eines Seniorenheims gedacht, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben waren. Rund 40 Gläubige konnten unter den geltenden Abstandsregeln in der St. Bartholomäuskirche dabei sein. Sie entzündeten Kerzen mit den Namen der Verstorbenen und nahmen diese zum Andenken mit nach Hause. Zweite Goldmedaille für Tina Herrmann aus Hirzenhain im Lahn-Dill-Kreis. Bei der Skeleton-WM in Altenberg gewann die 28-Jährige mit ihrem Partner Christopher Grothher auch den Mixed-Team-Wettbewerb. Schon gestern war Tina Herrmann die schnellste Frau im Eiskanal und wurde zum 4. Mal Skeleton-Weltmeisterin. Ein Fußballergebnis aus der 3. Liga. Bei Waldhof Mannheim hat der SVW in Wiesbaden mit einem 1:0 den 3. Sieg in Folge eingefahren. Damit halten die Hessen Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. Lockdown heißt für uns alle zu Hause bleiben und wenn es geht auch von da aus arbeiten. Es gibt aber auch ganz viele, die gerade gar nicht mehr arbeiten können. In so einer Situation kann man entweder den Kopf in den Sand stecken oder versuchen, das Beste draus zu machen. Wir haben drei Hessen getroffen, die dem Ganzen sogar noch was Positives abgewinnen können. Monika Schlotz bereitet sich auf ihren Auftritt in einem Seniorenheim in Offenbach vor. Sie verdient sich als Clownin ihren Lebensunterhalt. Durch den Lockdown sind die Aufträge zurückgegangen. Aber sie hat eine Mission. Meine Arbeit hier als Clownin bringt ja immer Freude, Schwung und ja, so einen Hoffnungsschimmer mit. Und ich merke einfach jetzt in der harten Zeit, wie wertvoll das auch für mich ist und auch für die Menschen, die ich treffe. Monika Schlotz, kurz vor dem Auftritt. Der Lockdown ist hart, aber in der Reduktion erkennt sie für sich etwas Gutes. Positives, dass die Dinge, die gehen, umso kostbarer sind, weil es halt nicht mehr so viele sind. Dass es bei vielen Kollegen und mir neue Ideen gegeben hat, neue Möglichkeiten, eine hohe Flexibilität. Ja, hallo, Clownin Wölkchen. Clownin Wölkchen, wie sie sich nennt, dürfen wir nicht hineinbegleiten. Eine Seniorenheim-Mitarbeiterin macht für uns aber ein Handyvideo von ihrem Auftritt. Im Altoberursler Brauhaus wird währenddessen viel gewerkelt. Wirt Thomas Studanski leidet wie alle Kollegen unter dem Lockdown, macht aber was draus und erneuert seine Küche. Wir hatten im Boden schon ein paar Schadstellen, dann haben wir festgestellt, wir haben Wasserschaden in der Wand. Da haben wir dann gesagt, okay, entweder jetzt oder nie. Wir hätten im Normalfall die Gaststätte schließen müssen für 4 bis 6 Wochen. Und so gesehen war es dann jetzt eigentlich eine Fügung, dass wir gesagt haben, wir können renovieren. Und weil die Gelegenheit gerade so günstig ist, überholt Thomas Studanski auch noch seine altgediente Brauanlage. Wir renovieren den Boden unter dem Brauhaus, weil das ist eine Stelle, die wurde in den letzten Jahren stark in Mitleidenschaft genommen. Und das ist jetzt die Gelegenheit. Wir müssen das Ganze anheben. Das haben wir mit einem Schwerlastunternehmen gemacht.
und das wird jetzt auf Stahlträger gesichert, dann können wir darunter arbeiten. Wir gehen davon aus, dass die Leute nach dem Lockdown wieder Durst haben und kommen. Und wir rechnen eigentlich, dass 2022 wieder einigermaßen normal läuft. Einigermaßen normal läuft es auch wieder für Flugbegleiterin Carola Kern aus Frankfurt. Sie drohte im Lockdown abzustürzen und ist aber jetzt da gelandet, wo sie schon lange hin wollte. Ich betreue Kinder oder Familien und aber auch Senioren. Genau, und das ist sehr abwechslungsreich und für mich auch eine persönlich schöne Erfahrung, da für andere Menschen da zu sein. Der Minijob im Bodeneinsatz ist auch eine Art Höhenflug. Wenn ich diese Beschäftigung nicht hätte, würde ich wahrscheinlich sehr viel Zeit alleine zu Hause verbringen. Dementsprechend möchte ich keine dieser Erfahrungen missen und finde, werde das wahrscheinlich auch immer in sehr positiver Erinnerung behalten. Ob als Kinderbetreuerin, als Baustellenwirt oder als Clownin. Die drei haben etwas aus dem Lockdown gemacht. Clownin Wölkchen wünscht sich sogar, dass wir alle etwas Positives aus dem Lockdown mitnehmen. Vielleicht behalten wir einfach die guten Seiten und die schweren schmeißen wir dann wieder über Bord. Ja, recht hat sie. Ist Ihnen das diesen Winter auch schon passiert, dass Sie zum Auto gekommen sind und nichts passiert ist? Gerade jetzt bei der Kälte macht die Batterie oft schlapp. Das merken auch die Pannenhelfer. Die mussten in dieser Woche doppelt so oft anrücken als noch in der Woche davor. Wir haben sie einen Tag lang in Frankfurt begleitet. Die Nacht war eisig und jetzt geht bei manchem gar nichts mehr. Könnte es vielleicht sein, dass über Nacht Licht an gewesen war oder sowas? Schwachstelle die Batterie. Jetzt mit einem Mal das ganze Auto tot. Die Pannenhelfer heute im Dauereinsatz. Gar nichts mehr. Also die Batteriespannung bricht zusammen. Dann schauen wir mal nach. Ich fahre jeden Tag seit meinem 24. Lebensjahr Auto. Das gibt's überhaupt nicht. Ist es Ihnen noch nie passiert? Nee. Minus 7 Grad morgens um 8. Der erste Einsatz für Andreas Stockmann. Und er ahnt, es werden heute noch viele kommen. Das Auto ist ja auch schon ein bisschen älter. Die Batterie ist noch die erste und die ist von 2012. So wie das Auto. Aha. Durchschnittliche Lebensalter von Batterien ist 5 bis 7 Jahre. Da muss eine neue her. Zum Glück hat der Pannenhelfer eine passende dabei. Alleine gestern hat er 8 verkauft, doppelt so viele wie sonst. Ja, ich will eine neue, weil das Risiko mir zu groß ist, dass ständig immer so ein bisschen aufgeladen wird. Und jetzt kann die Rentnerin mit dem Auto zum Einkaufen. Auch wenn in Corona-Zeiten weniger gefahren wird, die Pannenhelfer haben noch genug zu tun. Das Problem ist, die Fahrzeuge stehen auch zum Beispiel durch Homeoffice länger zu Hause, werden gar nicht bewegt. Und jetzt durch die kälteren Wetterverhältnisse sozusagen streiken die Batterien dann eher, weil die Fahrzeuge sowieso wenig gefahren worden sind. Also schnell weiter zur nächsten Panne. Die Disponenten haben ihm einen Fall nur 3 Straßen weiter zugeteilt. Diesmal steht das Problemauto in der Garage. Und es ist mal nicht die Batterie, an der es liegt. Ich habe mich hier reingestellt, hatte Feierabend, wollte ganz normal wegfahren und habe das Auto versucht zu starten. Habe dann gemerkt, wie jetzt, dass er es immer wieder versucht, aber es nicht schafft. Und auf einmal habe ich nur noch gemerkt, ich stehe im Qualm und überall kamen Wolken raus. Es hat ganz, ganz, ganz extrem gerochen und ist auch bis hoch in unsere Büroräume gezogen. Also ich habe dann sofort ausgemacht und gemerkt, okay, lieber nichts mehr selbst versuchen und den ADAC anrufen, ja. Analyse, der Anlasser blockiert. Kfz-Meister Stockmann versucht es mit Freiklopfen. Nein, das klappt leider nicht. Also muss der Abschlepphaken dran, aber Achtung. Wenn wir jetzt das Fahrzeug anziehen, die Lenkung ist schwer, probieren Sie mal. Probieren Sie mal zu lenken. Also mit Schwung aus der Garage, Gang rein und dann läuft der Motor. Gerade mal ein Jahr alt ist der Renault. Offenbar hat die Start-Stopp-Automatik den Anlasser schon verschlissen. Er muss gleich in die Werkstatt, nur nicht mehr ausgehen lassen. Die Fahrerin ist etwas nervös. Das haben Sie super hinbekommen. Das hat ja Gott sei Dank geklappt. Also es war auch mein erstes Mal, dass ich sowas machen musste. Aber das hat gedauert. Andere Kunden warten schon. Ich bin gerade auf dem Weg zu Ihnen und wäre circa in 5 bis 10 Minuten da, je nach Verkehrslage. 2 Stunden ist inzwischen die Wartezeit, wer von zu Hause aus anruft. Auch die nächste Kundin muss überbrückt werden.
Aber die Batterie ist nicht mehr stark genug. Dann holen wir mal eine neue Batterie raus. In der Größe leider heute die letzte. Glück für die Kundin, denn mit einem Werkstattstopp wäre sie heute nicht mehr pünktlich. Hauptsache, ich kann heute Mittag auf die Arbeit fahren. Batterie rein, Auto läuft und dann muss Andreas Stockmann erstmal zum Lager, um Nachschub zu holen. Endlich mal mehr als 5 Minuten Fahrt. Man sagt ja, die Frankfurter Fahrer, die kriegen keine warmen Füße, weil sie haben ja selber miterlebt sozusagen. Du hast ein Auto fertig gemacht, fährst 3 Straßen weiter, machst wieder den Motor aus. Deswegen, das Auto wird auch gar nicht warm. Die eisigen Temperaturen setzen heute nicht nur den Batterien zu. Und noch ist lange nicht Feierabend. Am Ende sind es heute 14 Einsätze. Ja, und ihr Einsatzort ist die Küche. Hanna Andritzke aus Kassel liebt Backen. Eigentlich macht sie gerade eine Ausbildung, wird aber wegen Corona wohl nicht übernommen und hat im Moment auch nicht viel zu tun. Deshalb hat sie umso mehr Zeit für ihr Hobby Backen. Und die Rezepte und Tipps teilt sie auf einem Instagram-Account, der bisher ganz gut ankommt. Und vielleicht wird sogar noch mehr draus. Backen ist Hanna Andritzkes große Leidenschaft. Schon als Kind hat sie am liebsten in Teigschüsseln rumgerührt und sich Kuchenrezepte ausgedacht. Was sie macht, soll lecker und süß sein, aber nicht 0815 à la Schwarzwälder Kirschtorte. Bunt. Also ich mag es gern bunt. Ich finde das immer ganz schön, wenn so ganz viele verschiedene Farben zusammenspielen und das so ein bisschen aus wie eine Blumenwiese oder sowas. Ich mag auch gerne, wenn so... Ja, wenn man einfach sieht, dass es zusammenpasst oder wenn es einfach süß und niedlich aussieht, das mag ich gerne. Heute macht Hanna Mousse au Chocolat-Tartletten. Eier, Zucker, Mehl und Butter zusammen mit etwas Zitrone. Schön verrühren und anschließend ab in den Kühlschrank. Hier muss der Teig jetzt 20 Minuten ruhen. Zeit, sich mal darüber zu unterhalten, warum die 23-Jährige gerade so viel Zeit zum Backen hat. Denn eigentlich macht sie eine Ausbildung zur Tourismuskauffrau, wäre demnächst fertig. Wegen Corona kann sie aber vermutlich nicht übernommen werden. Ich arbeite im Reisebüro und da sieht es natürlich im Moment nicht so rosig aus, logischerweise wie in der ganzen Tourismusbranche, was natürlich sehr, sehr traurig ist und mich besonders am Anfang auch sehr traurig gemacht hat. Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund, aber ich habe dann versucht, eben durch das Backen und durch dieses neue Hobby, was sehr zeitintensiv ist, da das Beste irgendwie draus zu machen. Apropos, weiter geht's mit den Tartletten. Der Teig kommt in kleine Förmchen, ganz wichtig, Reis obendrauf, der sorgt dafür, dass der Boden der süßen Leckereien schön flach wird. Dann kommt das Highlight des Rezepts, die Mousse. Wie die gemacht wird? Psst, Geheimnis der Bäckerin. Dann alles noch schön verzieren und ganz wichtig, fotografieren. Denn Hanna hat seit 2 Monaten den Instagram-Account Honigwelt. Hier präsentiert sie immer ihre neuesten Kreationen. So würde ich gerne auch andere Leute inspirieren zum Backen, dass die Welt ein bisschen mehr backt. Und genau, also die Rezepte sind online, man kann es einfach nachmachen oder sich Inspiration holen. Aber je größer das wird, desto mehr kann man natürlich daraus machen. Also man kann den Kuchen natürlich verkaufen an andere Leute oder man kann für andere Leute backen. Ein paar solcher Bestellungen hatte sie sogar schon. Aber auch wenn Hanna Andritzke neue Rezepte ausprobiert, muss sie sich zum Geschmackstest immer auf den Weg machen, denn es gibt ein ziemlich großes Problem. Ja, also ich backe zwar sehr gerne, aber ich esse irgendwie gar nicht so gerne süß und auch nicht immer so mit so viel Schokolade und mit Sahne. Das Problem ist natürlich, dass ich mindestens 2 bis 3 Mal die Woche eine große Torte oder irgendwas anderes backe und das natürlich irgendwo hin muss. Und deswegen verteile ich das immer ganz gerne an alle anderen Menschen, die es gerne essen. Heute dient die große Schwester als Vorkosterin. Schmeckt gut. Mhm. Lecker. Also ich backe selber eigentlich wenig oder nicht so gern und esse aber sehr gerne Süßigkeiten. Und so ist es immer eine Win-Win-Situation. Dank des Urteils ihrer Schwester kann Hanna die neueste Kreation jetzt guten Gewissens online stellen. Noch hofft sie natürlich darauf, trotz der Corona-Krise im Reisebüro bleiben zu können. Aber wer weiß, vielleicht wird ihre Instagram-Honigwelt ja zu einem zweiten Standbein für die 23-Jährige.
Ja, und Corona hat auch die Theater hart getroffen. Momentan gibt's keine Aufführungen mit Publikum, keine Proben. Eine dunkle Zeit also, aber ab heute bringt das Wiesbadener Staatstheater Licht in dieses Dunkel. Und in Wiesbaden ist jetzt Daniel Engstler. Ja, was heißt denn das genau in dem Fall, Daniel? Nun, Hülya, in erster Linie heißt das, dass das Hessische Staatstheater hier in Wiesbaden ein Zeichen setzen will. Hallo, wir sind noch da, uns gibt es noch. Trotz Corona sind wir für euch da und wir haben eine Musik- und Lichtinstallation für euch vorbereitet. Und da hören und schauen wir jetzt mal rein. Wochen lang soll das Publikum ab heute hier unterhalten werden. Heute Abend mit Klängen von der Zigeunerbaron. Zwei weitere Stücke sind geplant. Bis das Ganze aber soweit sein konnte, da musste das Team richtig hoch hinaus. Denn die Wall, die ist 4,5 Meter hoch, 10 Meter breit, 120 Leuchtstoffröhren mussten dazu verbaut werden in einer Halle hier ganz in der Nähe. Ganz wichtig dabei ist natürlich die Musik, die wurde deshalb von einem Computer programmiert, damit sie genau den Takt trifft. Und der sich das alles ausgedacht hat, der ist heute Abend bei mir. Uwe Erik Laufenberg, der Intendant des Hessischen Staatstheaters. Grüße Sie. Herr Laufenberg, wie kommt man auf so eine Idee? Naja, wir hatten diese Wand für unsere Inszenierung der Zigeunerbaron von Johann Strauss gemacht und hatten das bis zur Generalprobe gebracht. Michael Köpke ist der Bühnenbildner, der sich das ausgedacht hat. Und nun stand sie herum und nun haben wir gedacht, dann müssen wir doch wenigstens noch Zeichen geben, dass wir jederzeit bereit wären, unsere Aufführungen zu machen und nach draußen hier Zeichen zu geben, dass es uns noch gibt, dass wir noch leben. Jetzt sehen wir dieses Bühnenbild. Das klingt nach einer modernen Inszenierung, die Sie da vorgehabt haben. Ja, es ist eine witzige Montage gewesen aus dieser Wand, die sozusagen eine Traumwelt imaginiert und den Versatzstücken der Original-Uraufführungskulisse. Und diese Spannung hat das Team erzählen wollen. Zigeunerbaron sagt man ja heute auch nicht mehr so. Und um diese ganze Entwicklung, diese Historie zu zeigen, haben wir eine Traumwelt und die Realität. Herr Laufenberg, vielen Dank für diese Information. Also ab heute hier 4 Wochen lang am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden. Theater der anderen Art, Outdoor. Und zum Schluss hören und schauen wir da noch mal rein. Dankeschön nach Wiesbaden. Ja, und das war's von uns. Ab 20.25 Uhr nach der Tagesschau feiert Flörsheim die Fasnacht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.